Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Hohe Vertreterin, es ist wichtig, dass das Europaparlament sich mit den Beziehungen zwischen EU und NATO beschäftigt, vor allem mit Blick darauf, dass die EU sich gerade in der eigenen Verteidigung neu definiert. Ich unterstütze eine europäische gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die auf das Prinzip der Zusammenlegung und gemeinsamen Nutzung von Rüstungsgütern setzt. Gleichzeitig unterstütze ich eine Politik der Konversion und europäisch abgestimmter Rüstungsexporte als Instrument einer gemeinsamen Außenpolitik. Als Mitglied der Europa-SPD fordere ich jedoch eine Revision des 2%-Ziels der NATO in Richtung eines angemessenen Verteidigungshaushalts der EU-Mitgliedstaaten. Eine einfache Erhöhung der Ausgaben alleine ist nicht der richtige Schritt, um die Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Wir brauchen eine effizientere Europäisierung der Verteidigungsindustrien aller Mitgliedstaaten, die Hand in Hand mit einer gemeinsamen Strategie geht. Und deshalb habe ich beantragt, über den entsprechenden Absatz im vorliegenden Text gesondert abzustimmen. Eine Unterstützung für das 2%-Ziel der NATO wird es mit uns Sozialdemokraten im Europaparlament nicht geben.